Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tagesenergie am 21. August 2019 nach Maya-Kalender. In diesem Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Das bedeutet Schwingungen. Wir befinden uns gerade in die letzte Runde in diesem Kalendersystem, nämlich in die 20. Welle. Und das ist die Welle der Fruchtbarkeit und wird von Lamat beherrscht. Lamat bedeutet übersetzt Samen und steht in Verbindung zum weiblichen Energie, eine enge Verbindung zum Mond und auch zum Venus. Und das bedeutet in dieser Zeit Fülle, Kreativität und eine schöpferische Energie. Und da befinden wir uns in diesem Entdeckungsreise. Das kann auch bedeuten, dass wir mit Überraschungen rechnen können. Wir empfangen etwas. Bedeutet auch Empfängnis. Diese Welle dauert bis 27. August 2019 und in dieser Zeit stellen wir die Frage, was fehlt mir noch? Was möchte ich noch empfangen? Wie komme ich zum Fülle? Lamat bedeutet nämlich auch Fülle. Heute haben wir den 7. Tag in dieser Welle. Und das bedeutet Wissen, Erkenntnis, etwas klären oder bereinigen, ist auch ein Heilenergie. Der heutige Tag wird von Ish beherrscht und das bedeutet Mutter Erde, Erdverbundenheit. Eine weibliche Energie, was nicht nur mit Mutter Erde in Verbindung steht, sondern auch mit Mondkraft. Und das lässt unsere Träume verwirklichen. Die Mondenergie steht mehr zu unseren Sehnsüchten, Hoffnungen und Träumen in Verbindung. Und die Erdeelement und diese Verbindung zum Mutter Erde zeigt schon die Realität. Und das bedeutet, all das, wovon wir träumen, können wir gerade starten. Wir haben jetzt die Chancen, Möglichkeiten, das im Tat umsetzen. Ich könnte sagen, heute ist ein Zauberkraft und wie Hermann Hesse so schön beschreibt, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und diese Zauberkraft haben wir gerade. Was uns energetisch unterstützen kann, das ist der Edelstein Opal und der Krafttier Jaguar. Und das war mein heutigen Tagesenergie. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.